Diese Woche jähren sich die Anschläge vom 11. September zum 20. Mal. Bei den Anschlägen kamen tausende Amerikanerinnen und Amerikaner, aber auch Menschen aus 90 weiteren Ländern ums Leben. Unter ihnen 11 Deutsche. Am 11. September gedenken wir deshalb jährlich der Opfer und sprechen ihren Familien und Freunden unser aufrichtiges Beileid aus. Was viele nicht wissen, ist, dass sich auch hier in der US-Botschaft in Berlin eine Gedenkstätte für die Opfer der Anschläge befindet. Die Idee stammt von Manfred Gorki, einem Deutschen, der seinen Sohn Sebastian an diesem schicksalhaften Tag verloren hat. Die Gedenkstätte wurde 2008 nach der Eröffnung unserer neuen Botschaft eingerichtet und später noch um ein Stück verbogenen Stahls, das man in den Ruinen des World Trade Centers gefunden hat, erweitert. An diesem Ort gedenken wir derer, die am 11. September 2001 ums Leben gekommen sind.